Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wo sind sie denn hin? Ach, da laufen sie schon. Ja, dann lasse ich sie laufen. War ich zu langsam für die Wanderhorde? Ach ja, ich habe ja Blaubeeren, genau. Und ich habe dann schon auch irgendwo eine Ho gehabt. Aber egal, jetzt habe ich eine Stahlho. Das ist ja totaler Luxus. Eine Stahlho. Die bringt auch nicht mehr, ne? Die geht jetzt nicht schneller. Die ist einfach nur edel, oder? Mehr ist sie dann auch nicht, oder? So. Okay. Naja, ist das halt so. Den nehmen wir auf. Vorne habe ich doch irgendwas gehört. Dann machen wir unser Beet mal ein bisschen größer. Und dann muss ich mal gucken. Also ich werde irgendwo da vorne werde ich bauen. Ob ich jetzt wirklich auf der Höhle baue? Ja gut, aber selbst wenn die irgendwann leer ist, also mit Ressourcen ausgeschöpft ist, habe ich ja immer noch den Vorteil, der Rucksack war gelootet, ne? Ganz ruhig, keine Aufregung. Der, ich habe ja eh keinen Loot-Respawn angeschaltet, insofern ist es dann ja auch egal. Insofern hätte ich dann immer noch den Komfort eines coolen Kellers, sag ich mal. Wenn man den dann entsprechend absichern würde, könnte man zur Not auch in den Keller flüchten. Sollte eine Feralhorde mal reinkommen. Ich glaube, ich werde im ersten Versuch doch mal versuchen, direkt auf Beton zu gehen. Drink. Also die Rebars überzeugen mich von der Haltbarkeit gerade irgendwie mehr. Also von der Tragkraft her. Aber so, der muss wachsen. Aber irgendwann rüstet man so ein Rebar ja auch vielleicht mal auf Concrete auf. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite brauche ich... könnte ich natürlich das ganze Scrap Iron auch wunderbar gebrauchen, um mir eine schöne Absicherung mit dicken Woodlocks Spikes zu machen. So, also ich werde die nächste Nacht definitiv wieder in der Höhle da verbringen. Und warum ist die noch? Achso, nee, die ist aus. Gehst. What the fuck? Mann. Okay, ich werde mir Holz mitnehmen für die Schmieden, die ich aufstellen werde. Ich werde mir... Wir können ja schon mal Wood Log Spike. Wie viel wollen wir machen? 20 Craft. So, und dann brauchen wir normale Spikes. Wood Spikes, da wollen wir herstellen 100. Okay. Wann brauche ich neues Holz? 1000 Holz muss, nee, ich brauche noch mehr. Stoff brauche ich nicht. Den Scrap Frame, den brauche ich auch erstmal nicht. Den Rebar Frame, den lassen wir auch mal da, einfach nur aus Spaß. Die, ja okay, die Blaubeeren hätte ich neu einpflanzen können. Breastfeed, nee, komm, das erlebe ich jetzt sowieso nicht mehr, weil ich bis dahin schon längst zurückgelaufen bin. Steine könnte ich dann mitnehmen und würde sie in die Schmiede packen. Aber wer röchelt denn da so? Die Hoe brauche ich jetzt gerade nicht. Die nehmen wir mit. Lamp of Clay. Lass ich auch mal hier. Wir brauchen mehr Scrap Iron. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Kaffee. Nee, ich brauche ich nicht. Brauche ich gerade nicht, weil ich bin wirklich auch gut versorgt. Ich brauche den Sand, brauche ich unbedingt, ja.
Plant Fibers brauche ich nicht wirklich. Das Forged Iron brauche ich auch nicht. Das kommt hier rein. Das kann ich dann in der Nacht ein bisschen craften. Painkillers, wir haben Fackeln. Wir brauchen was zu trinken, brauchen wir. Und wir können... ich esse mich jetzt nochmal satt, dann wird das reichen bis morgen früh. Da habe ich ein zu viel gegessen, das war ein bisschen too much. Okay, dann mal auf, ne? Würde ich sagen. Wieder dahin zurück eben schnell. Dann sollte ich mir da auch mal einen Marker setzen, sonst finde ich das im Leben nicht nochmal wieder. Ja, doch, die Richtung ist schon mal so falsch nicht. Und dann werde ich... Also erstmal oben absichern. Ich wollte ein paar Spikes draufpacken, ein paar Woodlock-Spikes, damit, wenn ich da Schmieden betreibe, dann kommen auch Kreischer und wenn Kreischer kommen, dann ist nicht gut. Und dann möchte ich nicht unten in diesem Loch festsitzen. Auf gar keinen Fall. Wenn die da kommen. Ich könnte noch ein paar Wood Frames herstellen. Ja, ja, ich sehe den. Ich sehe den jungen Herrn da vorne. Aber der will gar nichts zu mir. Und dann würde ich sagen, leben und leben lassen. Wobei leben tut er ja nicht richtig. Habe ich aber gerade kein Interesse dran. Die werden mir schon nicht bis zu meiner Höhle hinterherkommen. Ah ja, hier ist auch nochmal Kohle. Das wäre interessant. Dann könnte man sich da nochmal runterhacken. Zur Not hätte ich ein Haus direkt in meinem anderen Haus. Ach, hatten wir aber schon mal. Ne? Ich weiß auch nachher nicht, wie ich mein Haus bauen will. Ich war mal am Überlegen, ob ich es nicht auf Stelzen baue oder so. Habe ich jetzt draußen eine Fackel wenigstens hingestellt? Ich hoffe, dass ich draußen wenigstens eine Fackel da gelassen habe. Ich finde das doch sonst nicht wieder. Es war irgendwo... Hier unten muss es gewesen sein. Ein bisschen in Richtung Wasser, aber dann doch wiederum nicht ganz am Wasser. Ja, irgendwo hier. Ach. Jetzt weiß ich, warum Avonacho uns immer diese... so einen hohen Block auf die Finger knallt. Ist gar nicht so dumpf, die Idee, aber... ist gar nicht so blöd. Jetzt bin ich zu weit. Echt jetzt? Och Junge, wo war es denn? Ich muss es doch, da war es. Quick Waypoint. Das sieht so quadratisch aus, das muss es sein. Nee, das war's nicht. Wo ist es denn? Ich find's nicht wieder. Ich werd verrückt, ey. Echt jetzt? Ich find meine... Oh Mann, ey. Doch jetzt nicht in der Aufnahme. Ich find's nicht wieder. Das ist jetzt Verlegenheit sammeln, was ich mache. Eigentlich wollte ich eine Loot-Tour machen. Ich find's nicht wieder. Kann das dann angehen, ey? Na gut, dafür finde ich wenigstens Federn. Hier kann es nicht sein. Wo kann es denn sein?
Warum ist denn hier... Ist das immer so, dass man so einen Zielpunkt kriegt? Ich glaube es ja nicht, ey. Moment, hier ist... Moment, Moment, Moment. Ich habe doch hier irgendwo was gesehen. Da war... Das muss da sein. Hier war das Potassium oder war da das Potassium? Es muss doch hier sein. War es noch weiter vom... nee, es war nicht auf einem Berg. Ich schneide jetzt mal eben, bis ich es wieder gefunden habe. Okay, wir sind... So, ich habe es gefunden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unglaublich. Okay, das Erste, was ich machen werde, ist... da gleich so einen langen Pauli raufstellen. Das geht ja gar nicht. So, erstmal hier ein bisschen absichern. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir da die Schmieden hinstellen. In die Richtung ist die Leiter. Das heißt, ich muss nach da rauslaufen können. Okay, so, dann stellen wir doch mal die Lockspikes auf. Ey, nee, komm, so nicht. Du jetzt nicht. Die sind aber auch zielstrebig auf mich zugelaufen. Oh nee, ey. Ich will meine Ruhe haben. Ich will ja ganz in Ruhe jetzt arbeiten. Und die geht mir furchtbar auf den Senkel. Danke. So, jetzt reicht's aber mal. Dann mache ich das jetzt. So, das wird ja wohl reichen, um es wieder zu finden. Und jetzt kommen da noch zwei Fackeln dran. Und dann wird es ja wohl hoffentlich reichen, oder? Und eine Kartenmarkierung. Okay, Safe Waypoint. Mine. So, alles klar. Damit sollte es ja wohl gut sein. Wo würde ich denn jetzt meine Schmieden hinpacken wollen, wenn ich denn welche hätte? Das wissen wir noch nicht so genau, ne? Nee. So richtig sicher ist das noch nicht. Nee, 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 da müsste ich noch ein bisschen tiefer, von der Idee her wäre hier nicht so schlecht, ne? Das muss ich mal eben kurz vorbereiten. Krass. Drei Schläge? Nett. Das ist ja mal nett. Coole Sache. Ja. Mal gucken, das sieht auch nicht so aus, als wäre da noch Metall gerade. Und ich glaube, ich stelle nur eine auf. Ich bin alleine. Eigentlich müsste mir eigentlich reichen, oder? Aber wir können trotzdem mal eben hier eben eine Fläche draus machen, dass wir die da hinstellen können. Oh, ist Donnermetall. Alles klar. Dann kommt der da noch weg. Ich brauche ja eh Stein. Was soll's. So, hier passt doch ideal eine Schmiede rein. Das sieht doch gut aus, oder? Na. Gefällt das noch nicht, weil die... Ah.
Und den da noch. Und den da hinten noch. Und ja, jetzt müsste es besser passen. Ich setze erstmal nur eine. Und nee, jetzt kommt erst die Absicherung. Das heißt, wir zoomen hier mal ran und setzen Quick Waypoint da genau an in die Mitte. Dann gehen wir hoch. Wow, rasant. Das müsste in der Richtung sein. Nee. Echt, das ist in die Richtung. Ungefähr hier müsste das sein. Alles klar. So, dann setzen wir hier die Lockspikes. Und es wird ja jetzt auch schon langsam dunkel, was? So, dann setzen wir die mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die 9, das wird reichen. Die müssen wir, glaube ich, nicht ganz aufwerten. Die müssen ja jetzt nicht so viel aushalten, oder? Na doch, machen wir das ganz. Ich glaube, das Scrap Iron dafür haben wir über. Wenn es das Holz jetzt nicht ausgeht, sollte das passen. Und drumherum stellen wir dann noch ein paar von den anderen Spikes. Und ich muss mir dann ja irgendwie so einen Laufweg halt lassen, ne, dass ich halt abhauen kann. Irgendwie finde ich jetzt doch gerade die hab die Forge nicht gut gestellt, finde ich. Nicht so richtig geil, aber okay. Wie gesagt, bevor ich die befeuere, werde ich hier, muss ich die aufstellen. Dafür habe ich, nee, wenn ich in der Hülle stecke und da kommt Kreischer, das muss echt nicht sein. So, und dann kommen die Dinger da schön und zu, großflächig. Hey, was war das? Ach, okay, ein Bäumchen. Gut, und so. Und, ja, dann machen wir da nochmal welche vor. Ich hoffe, dass ich die nicht zu ungünstig gesetzt habe, die Schmiede da. Aber naja, es wird schon funktionieren. Irgendwie wird die Lady da schon reinrennen, wenn sie kommt. Das, wie gesagt, muss nicht immer vielleicht funktionieren. Ja, ist, man kann auch schlechte Erfahrungen sammeln mit sowas. Und wenn sie dann draußen steht und irgendwie blöd kreischt und also die kreischt auch, wenn sie einen nur hört anscheinend. Also das mit den, dass die nur schreien, wenn sie einen sehen, das sehe ich noch nicht so. Das ist, irgendwie hat sich das nicht so richtig bestätigen können. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie die da überhaupt genau ticken. So, und können wir ja. Ja, warum nicht? Machen wir da einen ran, machen wir da einen ran und machen wir da einen ran. Und dann kann man das hier auch zumachen. Und dann können wir das hier auch ruhig noch zumachen. Dann muss ich nur direkt die Kurve rennen, wenn ich rausgehe. Das müsste ich dann tun, ja. Und dann nach rechts abbiegen. Okay, würde ich sagen, riskieren wir es. Dann kann ich hier allerdings auch noch dicht machen. Dann gehen wir nochmal runter. Und ab dafür. Nein! Oh, nein! Okay, wieder was gelernt. Also, der ist jetzt sicher. Also, das Ding ist jetzt mal definitiv safe, muss ich sagen.
Durch die Klappe kommen die niemals. Ah, ey, und hat mir gleich 12 Stahl weggenommen. Okay, krasse Scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut. Ist halt so. Was soll's. Ist das erste Mal, dass ich damit arbeite? Dann ist das halt so. So, gut. Dann schmelzen wir mal die Steine ein und ich mache hier mal in der Zwischenzeit weiter. Ich hoffe, dass hier noch viel rauszuholen ist. 2 Schläge. Die Werkzeuge noch ein bisschen höher skillen, dann ist es irgendwann nur noch ein Schlag. Ich habe nur Angst, dass mir irgendwann diese Höhle immer zusammenbrechen wird. Also weiter nach oben darf ich auch gar nicht gehen, habe ich das Gefühl. Aua. Schwierig. Gut, machen wir hier weiter. Ich bin mal gespannt, wie weit das nach unten geht. Wenn ich mich hier weiter hacke. Ja, normalen Stein brauche ich auch. Das ist eigentlich vollkommen Wumpe, was ich hier mache. Ich kann eigentlich alles gebrauchen. Ich kann hier ein riesengroßes Loch draus machen. Vielleicht sollten wir doch eine unterirdische Basis bauen. Ich weiß es nicht. Wäre das cool? Kann ich gar nicht sagen. Also, dass man sich dann... ich wollte mich zwar nicht in Höhlen verkriechen, aber wenn wir uns unsere eigene Höhle bauen, kriegt das einen etwas anderen Charakter für mich. Also nur ein bisschen wenigstens, aber... Ey Mann, hier müssen doch mindestens 4 Steine gerade gleichzeitig weg sein. Ich mach das mal aus. Und echt, das ist wieder, sieht aus wie Sand. Oh, sollte ich aufpassen. Ich gehe mal in die Richtung weiter. Und ich hoffe, dass unter mir noch was kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Mine hier bald leer gearbeitet ist. Ich bin mir nicht sicher. Ein bisschen kommt es mir so vor. Ah, naja. Keine Ahnung, habt ihr eigentlich irgendwie da eine tiefere Erfahrung? Wie groß kann sowas sein? Oder hört das im Wesentlichen nie auf, wenn man sich einmal quer durch die Map gräbt? Oder hört sowas auch auf, so eine Mine? Oder geht das immer weiter? Ich weiß nicht, wie gleichmäßig das verteilt ist, das Material. Ich bin mal gespannt, ob ich in der Nacht schon die erste... Kreischerin kriege. Wobei, wenn die Folge vorbei ist, werde ich wohl auch aufhören. Ich habe dann für heute genug aufgenommen, muss ich sagen. So, das nehmen wir hier noch mit. Bevor ich den über mir abbaue, schlage ich lieber den Felsen unter mir kaputt. Aber das macht schon... Spaß mit der Axt. Kann ich nicht anders sagen. Ist eine leckere Sache. Also eine Forge wird die jetzt nicht direkt einlaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl mir die ganze Nacht läuft. Also bei 2 Forges, da dauert es nicht lange. Dann sind die in derselben Folge noch da. Das weiß ich mittlerweile. 2 Forges sind irgendwie eine zu viel. Und bei 4 Forges hast du richtig Freude. Okay, hier ist jetzt überwiegend Potassium und Kohle, ne? Oh, ein bisschen Blei war da. Ah, hier ist wieder Eisen. Okay. Sand brauche ich auf jeden Fall auch. Kann man echt schlecht unterscheiden, ne? Was ist. So. Ja, wie gesagt, ein kleines bisschen ärgerlich mit dem Stahl, den ich da verbraucht habe. Das war doch ein teurer Irrtum, aber... Ach, ich habe ja noch Metall.
Und wenn ich, sollte ich sollte ich auf Concrete gehen, dann ist es eh egal. Denn ist Eisen sowieso so ein Wegwerfmaterial für die ganzen Woodspikes. Da geht so viel Eisen drauf und da weint man dann ja eigentlich auch nicht hinterher. Dafür haben wir jetzt den sichersten Minendeckel der Geschichte. So viel ist sicher. Okay, so. Und bevor ich die Folge... Ah, wir sind jetzt schon mal 25 Minuten, ne, glaube ich, ungefähr. 23, 24. Bevor ich die... Es wird jetzt ja auch nicht interessanter für euch. Ich möchte nur noch mal eben ganz kurz zu der Schmiede hin. Dann können wir uns mal eben ein bisschen Zement schon mal herstellen. So. Und jetzt könnten wir uns nämlich Concrete Mix machen. Da, drei Concrete Mix. Da sind sie. Und das ist immerhin schon mal ein Anfang. Aber ich werde jetzt in der Nacht wahrscheinlich... Gunpowder. Ey. Weitermachen. Toll. So geht's ja nicht, ne? Ich werde jetzt in der Nacht wohl Gunpowder weiter herstellen. Das bietet sich eigentlich auch an. Und das kann da mal weg. Und der Wooden Club kann weg. Und der Helm kann weg. Und das Hunting Knife können erstmal weg. Und zu essen brauche ich auch nichts. Nee, so. Aber ich verabschiede mich für heute von euch und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und das heißt, ich werde vielleicht noch bis zum nächsten Morgen eben durchhacken und dann werde ich aber mich ausloggen. Und ich bin mal gespannt, ob das mit der Kreischerin funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch keine. Das werde ich dann sehen. Also wenn irgendwas Aufregendes passiert, dann schmeiße ich die Aufnahme nochmal an. Aber ich gehe davon aus, dass die da oben einfach an ihrem Krams dann an den Spikes da verendet. Das wäre der Plan jedenfalls. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.